Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich mir ein Schneidbrett für meinen Kanal mache, aus Amaranth und Ahorn. Und wie das genau aussieht und wie ich es genau gemacht habe, seht ihr nach dem Intro. So sieht's aus. Nein, Spaß. Alles gut. So sieht's aus. Guckt euch mal an. Amaranth und Ahorn.
Oh, das werde ich jetzt mit dem Stechbeitel abstechen. Und dann werde ich das einmal planfräsen. Da habe ich mir eine Vorrichtung gebaut, dass ich meine Fräse als Oberfräse nutzen kann. Und das zeige ich euch. Und der Zuschnitt hat fabelhaft geklappt, genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt habe ich hier viele kleine Riegel. Hatte mir vorm Zusägen, weil ich noch nicht genau wusste, was ich machen möchte, habe ich mir noch hier Kennzeichnung aufgemacht, dass ich nachher weiß, welches Stück kam nach dem anderen. Aber das Tape mache ich jetzt ab, ich habe eine andere Idee. Und dann werde ich das verleimen. Verleimt ist es jetzt, schneide ich die Seiten gerade und dann wird es geschliffen. Da freue ich mich schon drauf, das ist immer das Beste daran. Da sieht man nochmal die meiste Entwicklung an dem Holz. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Jetzt mache ich diesen 45 Grad mit noch an und dann kann endlich mal geschliffen werden.
Genau so habe ich es mir vorgestellt. Genauso wollte ich es haben, mit einem kleinen Absatz drin. Kann man das sehen? Ja. Das wird schön. Gefällt mir gut. Jetzt wird geschliffen. Anfangen werde ich mit 120er Schliffpapier, arbeite mich dann hoch bis, naja, ich denke mal 320. Mal gucken, wie es dann aussieht. Hat es jetzt. Fässt sich schon ganz schön klasse an. Das ist ein echt hartes Holz. Wahnsinn. Und 180er. Jetzt habe ich beide Seiten mit 320 Schleifpapier gemacht. Das reicht vollkommen aus. Das Holz ist sowas von hart. Jetzt gehe ich hier an den Kanten nochmal sauber lang. Dann ist es gut. Das würde ich sagen, reicht. Jetzt werde ich das noch einmal abwaschen, das Holz. Dann kommen meistens noch mal ein paar Fasern hoch. Schleife ich noch mal mit der Hand drüber. Können wir auch schon die Bohrung machen für die Füße. Ja, jetzt habe ich es vollständig gereinigt. Jetzt muss ich es trocknen lassen. Könnt ihr das sehen? Durch diese wahnsinnige schöne Farbe an. Ja, ich kann mich noch gar nicht entscheiden, welche Seite ich oben oder unten nehmen soll. Vielleicht mache ich doch keine Füße ran, dann ist es nämlich egal, was oben und unten ist. Aber gut sieht es doch aus, oder? Was sagt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Hervorragend.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt mal was in die Kommentare. Wie gesagt, ist alles Hobby. Bis dann.